heute in der Buchhandlung, in der Rutter-Buchhandlung in Schwerte, ein Buch von Christoph Hein, Glückskind mit Vater. Christoph Hein steht ja für, ja im Grunde für einen Deutschlandkenner, der auch die ganze Umbruchphase schon mehrfach dokumentiert hat, in Prosa, in Drama, wie auch immer. Hier jetzt ein Entwicklungsroman, Glückskind mit Vater. Ja, Herr Schröder. Womit verbinden Sie Christoph Hein? Was finden wir in dem Buch? Eigentlich verbinde ich mit Christoph Hein Theaterstücke und Lyrik und Prosa. Hat er einige Sachen herausgegeben, die ich persönlich ganz gern gelesen habe. Mhm. In diesem Fall hat er sich mal ein etwas umfangreicheres Buch gewagt. Es ist vom Surkamp Verlag als Deutschlandroman propagiert worden. Ich persönlich habe es mehr so als Entwicklungsroman eines Menschen, der in der DDR aufwächst, dann kurz in Frankreich ist und dann später den Rest seines Lebens auch in der DDR verbringt, gelesen. Und ja, ich muss sagen, dass ich seine Theaterstücke und die kürzeren Texte eigentlich ein bisschen überzeugender fand als diesen. Er hat einen schönen Stil, man kann das wirklich toll lesen, finde ich. Die Sprache trägt das Ganze, man bleibt dabei und man kann da herrlich bei entspannen. Mhm. An manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen zu langatmig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Hein ist vor allen Dingen in der Prosa natürlich sehr gut in den knappen Sachen, weil er sehr gut verknappen kann. Ja. Und hier ist es natürlich ein sehr breites Tableau auch und ja, vielleicht kann man sagen Alterswerk schon, oder? Ja, würde ich so, könnte man so titulieren, genau. Und es gab, als er am Deutschlandtheater Intendant werden sollte, arge Diskussion, weil man sagte, ja, das bürgerliche Theater kommt zurück. Wie spießig ist denn Christoph Hein? Merkt man, dass er ein bisschen, ja, dieses bisschen behäbige... Ja, das merkt man schon. Also ich habe den Roman gerne gelesen, das hat mir auch einige Lesefreuden bereitet. Aber ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, dass die wahren Verhältnisse in der DDR dann doch schon ein bisschen ja, belastender waren als Christoph Hein es jetzt in seinem. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es aufgrund der Thematik ein bisschen auch flüssig geschrieben wurde und die richtigen starken Themen auch nicht thematisiert wurden. Also vor allen Dingen auch interessant für Leute, die sich für Deutschland und die Entwicklung in Deutschland auch interessieren und also ein bisschen auch diesen Geschichtshintergrund suchen und diese Verquickung mit Literatur vielleicht. Ja, glaube ich, dafür ist es sehr gut geeignet, wenn jemand was Kritisches haben möchte, so ein bisschen was Realistisches vielleicht, wie es so wirklich dann in der DDR vor sich gegangen ist, welche Repressalien es gab oder so. Glaube ich, dann wäre es nicht das Richtige. Ja. Aber so als wunderschönen Entwicklungsroman, so in der Tradition so älterer Entwicklungsromane, finde ich, kann man das wirklich sehr gut lesen. Und wer jetzt was mit mehr Dampf möchte, kann auch auf den Sohn zurückgreifen, Jakob Hein, der ja, ja Slam Poetry auch macht und auch durchaus schon Bücher veröffentlicht hat und ja, im Grunde denke ich auch, genau. Wenn man den Roman unter dieser Prämisse liest, glaube ich, kann es einige schöne Lesestunden bereiten. Jetzt sagen wir noch was zur Ausstattung oder zum Preis. Finden wir den hinfällig? Ja, also das Buch ist bei Surkamp erschienen, kostet 22,95 und ist in gebundener Form. Natürlich in Leinen. In Leinen. Ja, selbstverständlich mit Schutzumschlag. Genau. Müssen wir was zur Handlung sagen oder ist das so eigentlich? Ja. Haben wir gar nicht, genau. Das, Glückskind heißt das ganze Buch oder ist betitelt, weil der Sohn 1945 geboren wird und seine Mutter schwanger ist und die Schwangerschaft eigentlich verhindert, dass es zu Übergriffen seitens der russischen Besatzungsmächte kommt. Der Vater ist eine schwierige Person, hat Kriegsverbrechen begangen und er muss also sein Leben lang eigentlich gegen diese Figur des Vaters kämpfen. Es werden ihm einige Steine in den Weg gelegt und er versucht dem zu entkommen, geht auch mal kurz nach Frankreich, ist eine Weile in Frankreich. Da erreicht ihn der Schatten des Vaters aber wieder, als er versucht in die Fremdenlegion einzutreten, was jämmerlich misslingt. Er hat aber Glück, weil er einige Sprachen kann und kann dann als Übersetzer bei Leuten, die in der Resistance gearbeitet haben, durchkommen, geht dann wieder zurück in die DDR und versucht dann weiterhin dort sein Glück, aber dauernd werden ihm Steine in den Weg gelegt und er findet durch Umwege dann eigentlich seine Berufung, er wird Lehrer und leitet kurzfristig eine Schule. Ja, würde ich auch so sehen.